Hör auf hier wieder was anzubauen. Hier. Lass die Scheiße, das soll weggehen. Das soll weggehen alles hier. Braucht das nicht, ich kann es behalten. Ich bin jetzt komplett durch mit Weizen und die ganze Gedönte. Ich mach das jetzt alles wieder weg hier. Dann kann irgendeiner einsammeln, wer will. Ansonsten bleibt das ja einfach liegen, bis es weg geht von alleine. Weil ich brauche das auch überhaupt nicht mehr. Ich will Weizen. Kann ich deine Farbe abfarben? In meinem Haus nicht mehr. Also die Weizenfarm, die bei mir drin ist, also meine kleinen Farmen, die drin sind, die werden nicht abgebaut. Da Finger weg von. Nein, da Finger weg von. Die lasse ich erstmal wieder alle fertig machen, dann kann ich alles auf einmal wieder machen. Nicht immer hier zwischendurch, da zwischendurch. Gibt es sonst noch fertige Felder? So, fertig. Boah, ich weiß auch nicht. Irgendwie in letzter Zeit habe ich echt keinen Bock mehr auf Minecraft. Das ist mir so aufgefallen. So 360. Es ist ein bisschen langweilig geworden. Du weißt doch immer alles, ne? Sachen dazu gekommen. Vielleicht gibt das wieder einen Kick. Ja, aber ich habe irgendwie mit gerechnet, dass so ein paar andere Sachen noch kommen. Also ich meine, das Crafting-Menü, das finde ich ja jetzt komplett unnötig. Ich meine, ich werde jetzt nicht auf das klassische umwechseln, finde ich das... Was jetzt ist, das ist ja geil, was man jetzt hat, das Crafting-Menü. Das geht ja so richtig schön easy, zack, 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 fertig. Da will ich auch nicht wieder auf das andere zurückgehen. Bücher machen kann, diese Buch und Feder. Ja, kann man nutzen für Adventure-Maps oder so. Aber ansonsten, sonst gehst du einfach in der Party von einem anderen und redest du mit dem. Ja, wenn du auf dem Server sitzt, wo mehrere Leute sind, dann keine Ahnung. Oder eine Nachricht hinterlassen oder sowas, keine Ahnung. Ich finde das cool. Naja, für Adventure-Maps ist das wahrscheinlich sehr geil. Aber ansonsten, ich würde es auch cooler finden, wenn du so eine Maps bei Minecraft hochladen könntest auf den Server. Boah, irgendein Witzbold baut hier weiter zu, ist das dein Ernst? Warum? Die wird immer noch zugebaut. Warum wird da immer noch zugebaut? Also ich bin's nicht, ich komme jetzt gerade wieder rüber. Hier wird immer noch zugebaut. Ach, du meinst, dass die hinten... Ach, das hatte ich schon Ewigkeiten da platziert. Oh. Das war doch schon seit Ewigkeiten da, das war eins der letzten Dinge, die ich da platziert habe. Ich alles überprüfe. Naja, heul nicht rum. Dein Edgar hat's auch ganz gut gefallen, auch mal im Schatten zu sein, als ich ihn eingebaut habe. Kannst du so ein Schwein nur so behandeln? Und ja, nein, leid. Ich rede nicht von mir. Tut mir leid, dass ich dein Haus zugebaut habe. Tut mir leid. Ja, ich wusste, dass ihr diese... Boah, das ist so unfassbar. Ja, tut mir leid, aber... Das macht man halt. Wenn du nicht willst, dann kannst du ja was anderes machen. Da, hier, kannst du vielleicht mal 4 aufnehmen. Ich soll eine 4 aufnehmen? Oder meinst du das Spiel 4, also Angst? Ja, das... Okay, ich sag's mal so. Erstens, du bist viel zu jung, um das Spiel zu kennen. Zweitens, ich habe es wahrscheinlich gar nicht. Ich hab nur den zweiten und den dritten Teil. Oder aber zwei. Da bist du auch viel zu jung für. So einen Titel darfst du gar nicht kennen. Das Einzige, was von dir kommen sollte, sein Minecraft oder Lilo und Stitch. Oder wie auch immer die anderen Dinger heißen. Oh, diese Kindergartenscheiße. Oh, Junge, das war früher. Das hab ich mir früher richtig angeguckt. Oder Modern Warfare 3, die Kampagne. Ja, das kennt jedes Kiddy, das kennt jedes. Modern Warfare 3! Boah! Yeah! Oder Modern Warfare 2, das ist geil. Erst kommt der zweite Teil, danach kommt der dritte Teil. Ich bin ja jetzt gerade erstmal mit dem ersten durch, der kommt ja jetzt langsam nächste Woche. Auf YouTube und dann ist er auch fertig. Danach kommt erstmal der zweite Teil, den werde ich dann nächste Woche aufnehmen. Ich bin aber auf den zweiten Teil komplett durchgehend aufnehmen, weil den ersten hatte ich ja 4 Stunden durchgehend aufgenommen und danach die letzten beiden Missionen extra gestern aufgenommen. Also dafür, du nimmst alle Call of Duty Teile, also Kampagne spielst du alle durch. Ja. Aber Black Ops 2 noch nicht. 2020, endlich sind wir durch. War das gerade dein Ernst? War das gerade dein Ernst? Aber Black Ops 3 nicht. Ja, spielst du nicht mal draußen, wie soll ich das aufnehmen? Black Ops 2 hat ihn noch. Ich find, das okay, Ende jetzt fangen wir mal. Ich hab's schon so erklärt, so oft erklärt. World of Warfare 1, 2, 3 kommt, danach kommt Black Ops 1, 2, danach kommt Ghost und danach kommt Advanced Warfare. Von der Story, also so von den Let's Play-mäßig her. Und Ghost hat voll das scheiß Ende. Also, Ghost ist generell komplett unnötig. Die Story ist auf so vielen Ebenen verkehrt und falsch. Das ist einfach komplett, naja. Auch so ich wollte nicht extra Scheiße machen, damit ihr beim nächsten Spiel sagen können, oh mein Gott, das ist so unfassbar gut. Damit der Kontrast. Ja, schaut euch mal den ersten Teil an, da ging es der zweite gleich viel besser. Damit der Kontrast viel krasser ist. Würdest du dir Black Ops 3 überhaupt holen?
Ich bin am überlegen, ob ich mir wegen Story-Modus hole, aber der Multiplayer-Modus, der Trailer, der... Far Cry hole. Der sah schon sehr schlimm aus. Das sah aus wie Advanced Warfare. Das sah aus wie Advanced Warfare 2, der Trailer von Black Ops 3. Ja, fand ich auch so. Das sah aus wie Advanced Warfare, ich dachte mir, was... Habt ihr die Tester schon gesehen? Die Tester, das mit den 4 Leuten in ganz Deutschland, die das aufnehmen durften. Kann sein. Es durften wahrscheinlich mehr aufnehmen, nur ein paar Leute durften das hochladen und vielleicht dürften andere das erst später hochladen. Das habe ich über deinen Kanal gesehen. Über welchen? Über deinen. Du hast das da verlinkt oder wie das heißt. Was habe ich verlinkt? Was habe ich verlinkt? Black Ops 3? Du hast so ein Video oder so gesehen. Irgendwie, aber es stand da. Du meinst irgendwie, was ich positiv bewertet habe oder so, ne? Ja. Ja, das kann sein. Ich schaue da generell sehr viel. Ich fand das eigentlich voll langweilig, weil das so Advanced Warfare. Wow. Mein Gott. Ja, ich finde auch nicht, ich weiß auch nicht. Aber Call of Duty Black Ops 2 war eines der geilsten Teile, die ich jemals gespielt habe. Tue ich auch immer noch so ab und zu. Aber auch nur noch sehr selten. Aber wenn ich jetzt angucke, Ghost, das war so... Oh, das musste nicht sein. Das war wie so ein Tritt in die Eier. Alle meinen bei Advanced Warfare, nur weil man das nicht mag und mit dem... Los, komm rein! Weil man das nicht mag und man das nicht kann, aber das ist richtig scheiße mit dem... Was? Erklär mal den Satz nochmal neu. Nee, er meinte, Advanced Warfare ist nur dann scheiße, wenn man es nicht kann. So meinte er es wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja nicht so, weil ich finde eigentlich, dass... Also, ich hatte es nicht... Advanced Warfare hat für mich, ich meine, ich kann es nicht, das sage ich so wie es ist, ich kann es nicht, richtig? Ja, bin schlecht, sagen wir es mal so, ich bin schlechter drinne. Aber trotzdem, also es hat geile Momente, aber der größte Teil des Spiels ist kacke. Ich finde das jetzt so, das mit dem Springen und so hat eigentlich nichts in Ego-Futtern zu tun, weil das voll scheiße. Warte mal, du hast gerade gesagt, dass mit dem Springen hat nichts in Ego-Futtern zu suchen. Das heißt, du willst ja einen Ego-Shooter haben, wo man strukt nur rumgehen kann, ohne zu springen. Ja, springen, aber nicht so hoch so. Du meinst boosten, also mit diesem komischen Antrieb hinten dran. Doch, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dieses Feature, nur es ist einfach dieses. Oh, das nutzen die Leute so. Wenn man das Feature nicht beherrscht, kann man das Spiel in die Tonne klappen. Ja, genau so kann man zusammenfassen. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du das Spiel verkaufen. Wenn du das nicht kannst, dann bist du richtig hart gerippt. Ja, guck mal, wenn ich zum Beispiel, als ich angefangen habe mit dem Spiel, ich konnte mit dem Boost nichts anfangen. Ich bin gerannt, hab ab und zu geboostet, damit ich überall irgendwo raufkomme. Also du musst einfach dieses Movement haben, um zu boosten und währenddessen noch die Gegner genau zu treffen und abzuschießen. Und das ist einfach so dieses, das ist ein richtiges MLG-Spiel. Das kannst du nur, wenn du wirklich gut bist, so wie Counter-Strike. Counter-Strike ist ein Spiel, wenn du gut bist, ist das Spiel geil. Wenn du auf die Fresse kriegst, ist das schlimmste Spiel, was du spielen kannst. Genau wie League of Legends. Das ist einfach, das macht manchmal richtig Bock. Da kannst du suchen, wie du willst. Das ist einfach das geilste Spiel. EU. Dann kriegst du mal Runden so auf die Fresse, dann hast du das Spiel ohne Ende. Also, sobald du da einen Fehler machst, ist das Spiel komplett verkackt. Ich lieb DayZ, Alter. DayZ habe ich noch nie gespielt. Ich habe mal dieses komische, diese Mod wollte ich mal ausprobieren, die es mal gab. Diese Mod für Arma. Hat bei mir nie funktioniert. Dat Hürzinker moddet? What's up? Was willst du denn von mir? Du bist dein Modder? Geht den Scheiße gar nicht. Aber was ich komisch finde, es gibt ja diese Steam-Mods, ne, bei Steam, die du runterladen kannst, einfach ganz easy. Ich weiß nicht wieso, aber mir funktionieren die irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich lade die Dinger runter, starte das Spiel, der zeigt irgendwie an, Mods werden geladen oder so, aber die sind dann nicht im Spiel drin. Das finde ich immer noch total komisch, ich weiß noch nicht, wo ich die einstellen kann. Tonstille. Ja, das ist die ganze Zeit immer Tonstille. Weg! Ja. Ja, weil ich ganz kurz weg war. Ich muss kurz was schreiben. Okay, bin wieder da. Was mache ich hier? Achso, ich suche schwarze Farbe. Hat jemand schwarze Farbe? Nö. Was kriegt man das? Sagt ja, so vielleicht noch. Aus Tintenfische. Ja. Was habe ich? Hast du nach der Folge nochmal so 5 Minuten Zeit? Zeit für was? Weil dann könntest du ja mit meinem Freund mal die der Ringerwelt angucken. Was ist mit deinem Herr der Ringe? Nick stole my bike. Herr der Ringe, man. Ist es jetzt so ein einziges Haus, was da steht und was aus Herr der Ringe, der Rest ist irgendwie komplett anders, oder? Nein, wir haben das hier Mordor, wir haben die Sternstadt und so.
Wow. Ist das eine richtige Zwergenstadt oder ist es einfach nur so ein Ding, was ganz schnell hingebaut wurde? Wir haben da richtig lange schon dran gesessen. Weil ich meine, ich hatte mit Vortex auch mal eine Zeit lang so eine Zwergenstadt gebaut, aber wirklich so einen riesigen Berg gesucht und dann reingebaut da. Alles komplett vertunnelt. Was ist das denn? Ich suche noch nach Mobs und nicht nach Gold oder Diamanten. Wie ist das so schwer, welche zu finden? Ja, ach, du suchst gerade hier so eine komische Endermänner, ne? Nein, ich suche Tintenfisch. Ich brauche schwarze Farbe. Ich will diese Bücher machen. Ich will ein Buch machen. Warte, willst du da mal gleich mitkommen, oder? Also, ich habe ein Buch. Ja, ich habe auch Bücher, aber ich will diese Bücher machen, wo man reinschreiben kann. Und dafür braucht man Farbe. So, okay. Und Farbe bekomme ich nur durch Tinnensäcke und Tinnensäcke kriege ich... Ja, ich guck mal, ob ich welche finde für dich. Ich guck mal auf. Aber ich will jetzt generell nämlich auch rausgehen, um Mobs zu farmen. Einfach ein bisschen leveln und Endermänner suchen und umbringen. Ja, Endermänner wäre gar nicht so viel für das Finale. Ja, deswegen bin ich ja gerade am Suchen. Ich fange jetzt an damit. Alles, ja, das halbe. Das große Finale kommt ja erst, wenn wir den... Erst, wenn der Wizard da ist. Mal kurz irgendwo Enderman rumlungern. Hier überhaupt gar kein Tier ist. Was ist das denn? Das ist genauso wie das eine Mal, wo ich gesucht habe. Ich habe gesucht ohne Ender nichts gefunden an Viechern. Aber dann hast du manchmal so. Da findest du alles auf einmal. Es ist so ein riesiger See und hier ist aber gar kein Tintenfisch. Nicht ein einziger. Eine wird ja schon reichen. Bei Minecraft auf PC habe ich so einen ganz kleinen Tümpel, so 2x2. Und da sind ganz viele Tintenfische drin. Oh. Weiß auch nicht warum, aber ich habe da irgendwie so ein Ding gehabt. Kannst du denn mal wieder solo Minecraft aufnehmen? Warum? Ich sag mal so, eins von beiden kannst du haben. Solo oder das hier? Ja, also siehst du gesehen. Das hier. Das ist nämlich auch meine Meinung. Also wenn, dann nur eins von beiden und nicht beides auf einmal. Aber das hier. Ich mach doch hier nicht irgendwie 10 Folgen Minecraft auf einmal. Da kommt irgendwie näher so. Minecraft. Jede Folge muss eine Stunde dauern. Ja, und dann jeden Tag eine Folge hier. Minecraft PvP, Minecraft Bed Wars, Minecraft Together, Minecraft PC Solo. Alles, jeden Tag eine Folge von diesem ganzen Gedönse. Hast du irgendwie so einen Kanal, wo 6 Minecraft-Folgen am Tag kommen. Und eine Folge irgendwas anderes. Du musst mehr Stunden Content raushauen, als es überhaupt Stunden am Tag gibt. Ach so, wie Pizzameat oder was? Alter, ja. Da wundert sich auch manchmal. Aber das sind ja so ganz so 6 Leute oder so, die das machen. Die ganze Abo-Box explodiert. Ich denke so, what the fuck? Das ist bei mir auch so, als ich die mal gefunden hatte. Ich dachte mir so, das Let's Play ist ja ganz gut. Dieses Minecraft Together-Ding, wo die alle drin sind. Abonnierst du mal auf einmal, bam, Video. Ich denke mir so, hey, was ist denn da los? Dafür möchtest du dann gleich mal mit auf der Herr der Ringe weggucken? Nö, ich werde dann gleich noch rennen und ich bin auch überlegen, ob ich Minecraft vielleicht noch wieder auf. Also Clash of Clans aufnehme, aber ich glaube eher nicht. Weil das Problem ist einfach, ich muss jetzt noch warten. Du nimmst ja immer tagesaktuell mit Clash of Clans statt. 4 Stunden voraus. Alter, wie soll ich das sonst machen? Der Platz im Clan. Tagesaktuell, 4 Stunden voraus. Erst für die 3 Wochen fertig gefarmt. Und ja, also ich kann es auch wieder. Ich kann es ja. Ist ja blöd, du kannst es ja nicht vorproduzieren und so Clash of Clans. Das geht ja nicht. Das musst du ja genau dann aufnehmen und dann hochladen. Weil guck mal, ich brauche jetzt für meine Updates 24 Stunden. Das heißt, heute um 23.35 Uhr dürfte das eine Upgrade fertig sein. Aber dann nehme ich heute nichts mehr auf. Das heißt, Montag wird nichts kommen. Oder ist nichts gekommen, so wie das hier auch gerade ist. Ja, das 4 Stunden so. Im Voraus aufnehmen. Hier ist das krass. Du, sei mal ganz ruhig. Da guckst du auf deine Videos, ey, okay, deine Base sieht ja noch ganz okay aus. Ich guck so im Clan deine Base, dann bam, Alter, alles voller Diamanten und alles. So meine voll, Base voll, ist voller Diamanten, ja? Nee, ja, halt. Ne, voll übertrieben halt. So richtig. Welche meinst du denn? Einladen? Meinst du meine Handybasis oder meine andere? Deine Let's Play Basis. Wie lange nehmen wir noch auf? Das sieht richtig scheiße aus. Dann gucke ich so selber nach und bam, alles perfekt. Könnt ihr mich nochmal einladen? Oder einfach 20 Stunden lang aufnehmen. Wie lange nehmen wir auf? Es war immer so die Anfangszeit. Da hatte ich wirklich 3 Folgen im Voraus produziert. Einfach weil du da irgendwie nur 20 Minuten gebraucht hast für ein Update. Das ging einfach bam, 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 hast eine Folge nach der anderen aufgenommen. Und jetzt sitzt du da halt 24 Stunden, da kannst du nicht irgendwie am Tag mehrere Folgen aufnehmen. Ich will ja auch nicht sowas aufnehmen, wo du einfach nur einen Angriff machst und dann war's das. Hier, ich hab sogar gesehen, wie du mich angesprochen hast. Extra so diesen. Ich hab den Loot nicht mal gesehen. Ich guck so hin. Ich denk so, oh, der hat bestimmt nur so wenig Loot. Der will extra nur so angeben. Guck mir das so an. Ach du Heilige. Ich guck mir so. Nicht mal mit meinen Mods krieg ich das hin. Der kriegt da Loot ohne Ende.
Ey, glaub mir, um dieses Ding zu finden, habe ich mindestens 20.000 Gold auf den Kopf gehauen, um diesen Angriff überhaupt zu finden, wo ich dann so viel bekomme. Die Lager platzen bis zum geht nicht mehr. Ach du meine Güte, so viel Loot. Ich hätte dir mal was zeigen sollen, ich habe noch ganz viele andere gefunden, die haben ihre Basis so gebaut. Einfach, die Basis ist ganz gut, nur die Sammler, die sind so dumm, haben die Sammler rechts oben in die Ecke alle platziert. Alle Sammler direkt auf einen Haufen da in der Ecke. Ja, nicht mal eine Mauer, nicht mal eine Abwehr. Ich habe da ein paar Kobolde und dann fertig. Lisa, ich komme jetzt auch mal in dein Haus, okay? Was soll ich? Okay. What the fuck? Mika, wollen wir gleich noch eine Runde Minecraft zocken? What the fuck? Mach mal ein Tor aus! Gucken, vielleicht gehe ich auch gleich auf YouTube. Wenn ja... Da ist ein Felsflüstern. Ja. Interessant. Ach, hier ist die Riesenweizenfarm, okay? Da ist ein Felsflüstern, Mika. Publikumszocker, hast du den Dreck? Bei der Weizenfarm. Mika, da ist ein Felsflüstern. Was ist das, Mika? Kann ich dein Feld plündern? Hast du noch 3 Diamanten? Darf ich dich beklauen? Ja, aber... Darf ich dich beklauen? Ja, darfst du. Könnt ihr mich mal einladen? Ja, hey, warum ist das hier hell? Ist hier irgendwo eine Fackel oder... Ach, hier ist Lava, okay. Hab ich gerade gewundert, auf einmal alles so hell hier in der Ecke. Ich kann dich gar nicht einladen, geht nicht. Hey, wer ist denn Spiele voll? Hä? Aber man sieht hier immer, wie alles explodiert. Manche kriegen das mit den Creeper noch nicht so richtig hin, mit dem Umbringen. Ja gut, die wahrscheinlich auch ein bisschen an der Verbindung. Achso, ich wollte noch sagen, 22 Minuten sind noch, ne, weil irgendjemand gefragt hatte, wie lange es doch ist mit dem Aufnehmen. Ich geh mal raus, okay? Mach das. GG. Bis Sonntag. Ja, bis Sonntag. Junge, hau mich halt. Stefan, ich hab dich vorhin letztens angeschrieben, beziehungsweise öfters. Und die Nachrichten kommen nicht an, was ist denn da los? Bei Mainz bei Kick oder was? Ja. Warte mal, ich schau mal kurz auf meinem zweiten, auf meinem ersten Handy. Ich habe ja jetzt 2 Handys, ich muss immer gucken, was jetzt wo ist, oder? Ich schau mal kurz nach. Ich lege mal kurz mein Handy beiseite. Das ladet gerade. Kann sein, dass die App irgendwie abgeschmiert ist oder so. Ach, hast gehört? Jetzt kommen die Nachrichten. Ich musste die App einfach nur nochmal neu starten, er zeigt dir alles an. Komisch, ich krieg die Nachrichten auch einfach so, wenn ich auch nicht in der App drin bin. Ja, nee, ja, ich eigentlich auch, nur jetzt hat er die gerade angezeigt, von wegen, es ist jemand, der Clan beigetreten, der kickt, lass ihn kicken, MC-Aufnahme, Fragezeichen, ja. Deshalb war jetzt sind die Nachrichten da. Weiß auch nicht, ich hab die App das letztes Mal richtig beendet, sodass auch nichts im Hintergrund ist und dann musste ich einfach nochmal neu starten. Alter! 10 FPS bei Minecraft gerade gehabt. Boah, Mann, es leckt so hart. Im gerade war es schlimm bei mir. Und gerade bin ich wirklich durch die Weltgeschichte geruckelt. Alter, dadurch wurde ich gerade echt 10 FPS gehabt. Ich kann nicht in mein Inventar reinparken. Wenn ich in mein Inventar reingehe und dann Y drücke, um etwas ins Inventar reinzupacken, dann drücke ich B und es ist einfach wieder neu. Ich kann nichts ins Inventar reinpacken. Richtig komisch. Okay. Richtig buggy. Ich weiß nicht warum, aber ich finde hier einen Creeper nach dem anderen. Aber einen Enderman finde ich nicht einmal. Ich habe noch nicht mal einen irgendwie gesehen. Ach, du bist rausgeflogen gerade. Ich bin kurz rausgegangen. Ja, nee, ich bin nur freiwillig rausgegangen, weil es zu hart geleckt hat. Ich hoffe, es geht jetzt besser. Lad mich nochmal ein. Okay. Hat der Leder? Nein. Ja, aber nicht für dich. Oh, dann müssen wir diese Afrikaner kommen, die komplett ausrasten. Ja. Oh, Eskalation, alles rastet aus. Ich kennst du die, muss mal auf YouTube googeln. Major Leech Can. Das ist ein 1 Minute noch was Lied. Vor mit MLG Videos, das ist richtig geil. Ja, kenn ich diese MLG und dann rastet alles aus. Hier ist doch Chicken Chan MLG, also das ist so krass. Ja, das kenn ich auch. Ja, hier ist True MLG Player. Ja. He plays 69 Joints at one match, Alter. Wo das war. Geil. Ist schon ganz geil. Aber du musst mal wirklich mal dieses Video suchen, was ich gerade gesagt habe. Major Leech Can. Also C-A-N am Major Ende. Leech. Zeig mal. Also Major Leech, also dieses ML nur, ne? Ja, Major heißt das. Ja, Major Leech und dann Can. Kann, also. Kann, ja, okay, guck ich danach nachher noch. Das ist ein richtig geiles Lied. Das kann ich auch den Link über Kick schicken oder so, dann muss es auf Handy angucken. Ja, muss ich mal schauen. Aber ich finde das trotzdem mega behindert, ne? Einfach so ein Mini. Brauche ich eine Mini-SIM extra für mein neues Handy, Alter. Das ist richtig behindert. Kannst du nicht stampfen? Ja, will ich. Ich habe mir jetzt einen Stanzer gekauft. Für 5,99 Euro auf Amazon. Ja, habe ich gekauft. Mit Adapter dabei. Weil einfach, ich wollte... Ich hatte eigentlich schon ein Handy geholt.
Ich habe mir dieses, oh, wie hieß das jetzt? Huawei Honor 4X oder so. Das gekauft. Mit dem 30 Meter Display. Auch wieder so ein 5,5 Zoll. Ja, Alter, ich finde das richtig geil. Ich weiß auch nicht, seitdem ich so ein iPad, Alter. Was ist das für ein Handy? Nein, Alter, ein iPad hast du schon mal gesehen? Ich kenne einen Kumpel, der hat ein iPad. Der hat damit einmal telefoniert und nie wieder. Weißt du, wie behindert das aussieht, wenn du so ein fettes Ding am Ohr hältst? Stell dir mal vor, du rennst da mit der Stadt mit diesem riesen iPad und versuchst dann zu telefonieren. Wie behindert das aussieht. Ich hab ihn das mal fotografiert und mal über Facebook geschickt, wieder, weil ich ihn mal so gesehen hatte, wo er damit telefoniert hat. Alter, der telefoniert damit nie wieder. Der telefoniert damit nie wieder, Alter. Ich hab ihm so ein Foto geschickt und er, Alter, was ist das denn aus? Alter, das sieht richtig behindert aus mit sowas. Da hast du da so ein, vor allem das hält sich ja mit zwei Händen, ne? Das sieht aus, als würdest du mit einem Ohr an einem Buch hängen und wartest, bis das Buch dir erzählt, was drinsteht. Das ist richtig behindert. Alter, nee. Rightstacks? Rightstacks, ja. Rightstacks halt, heißt er. In der Varo 3 Gruppe hat jemand geschrieben, Lot, Jaffa, 0, Punkt, mein Xbox ist Schrott. Guck ich mal ganz kurz nach, warte mal ganz kurz. Ach, ihr habt auch bei Kick eine Varo-Gruppe oder was? Nein, in Skype, eine Skype-Konfi. Ach, in der Skype-Konfi. Ach ja, du hast ja auch Skype. Natürlich. Aber du hast es ja nur auf Handy. Hä, ja, und? Hä, was? Ist doch scheißegal, ja. Doch, ja, das ist ein Unterschied. Kannst du eigentlich auch mit dem Handy telefonieren? Ja, ne? Ja. Was? So, also mit dem Telefon kann man auch telefonieren. Also ich meine also über Skype. Ich meine über Skype. Ja, das geht. Ging das nicht nur mit Skype Premium oder wie das heißt? Nee, das geht. Das geht auch. Weil ich hab da irgendwie. Weil da stand bei mir irgendwann mal hier im Skype Premium, können Sie jetzt auch telefonieren? Nee, ich kann auch so anrufen. Also du kannst auch über Skype einfach jetzt irgendjemanden anrufen, oder? Ja. Okay. Mehr Video wollte ich gar nicht wissen. Es geht auch Video-Dings und alles. Funktioniert alles. Na, wollen wir heute Abend mal Video-Chat machen? Nee. Lass mal.